Ja, ist nicht schlimm. Bisschen Regen schadet nicht. Wollen wir spielen? Ja, ich habe schon gesehen, du hast schon was mitgebracht gerade. Ja, guck mal rein. Oh, Steine. Und eine Kreide. Ja. Und es ist windig heute. Oh. Ja, wir können ja mal gucken. Ich habe mir was überlegt. Gesundheit. Oh, ich glaube, wir können das auch drinnen spielen. Ja, dann gehen wir besser rein. Okay, dann okay. Nimmst du das mit. Ja. Und sehen wir uns drin wieder. Ja, alles klar. Okay. Groß regnet. Bis Kinder, dann. Kommt mit. Oh, der Wind, der Wind, der Wind, der Wind, der Wind. Stoppert die Mühle. Schön windig heute hier in Hauptstein. So, ich habe alles reingebracht, Kreide. Und kann man ja auch hier spielen, ne? Hallo Laura! Hallo Flip, du bist ja schon hier drinnen. Ja? Ach, genau. Ich muss ja noch meine Jacke ausziehen. Ja. So, und ja, hätten wir jetzt auch den Stein spielen können. Aber naja, das, wenn man schon merkt, dass man so ein bisschen Schnupfen hat. Sollte man vielleicht doch besser rein. Ihr hattet so heute auch gar keinen Schal mit. Ja. Keine Mütze. Naja. So, ich habe schon mal was mitgebracht. Oh, ein bisschen runtergefallen und wir können ja mal gucken. Schau mal. Oh. Aber auf jeden Fall eine Kreide. Zum Malen. Und dann habe ich für das Spiel, was wir spielen, brauchen wir. Du brauchst 9 Spielsteine. Okay. Oder Hölzer. Oder Lego. Oder wie man will. Ich war im Garten. Und ich brauche auch 9. Und die sollten eine unterschiedliche Farbe haben, damit ich natürlich weiß, mit welcher ich spiele. Und damit du weißt, mit welchem du spielst. Okay. Und hier haben wir einmal Holz. Schreiben. Da kann man schreiben. Da Holz schreiben. Und ich habe schöne, flache Steine gefunden. Sehr so. Und jetzt malen wir das Mühlefeld auf. Mühle heißt das Spiel. Und man muss eigentlich nur bis 4 zählen können, weil wir malen jetzt Quadrate auf. Mhm. 3. Ein kleines, ein mittleres und ein großes. Und unsere Terrasse ist jetzt ein Stück Pappe. Ja. Und ihr könnt ja auch mal in der Garage gucken, ob man da noch von der letzten Lieferung von Amazon oder DHL, ob man da noch ein Stück Pappe hat, ne? Oder so. Ja? Ja. Gut, dann malen wir das mal auf und hilfst du mir beim Einsammeln? Genau, machen wir. Okay. Also wir fangen an mit dem kleinen Rechteck und da drüber, da ja, kommt ein großes Rechteck, so. Und jetzt kommt das ganz große Rechteck. Und jetzt in der Mitte müsst ihr die jeweils verbinden. Von dem kleinen zum großen und das auf allen 4 Seiten. Schon fertig. Ha! Oh, schön. Ja, das habt ihr das Händchen gut aufgemalt, ne? Deine Hand war es ja nicht. Wer hat denn da gerade geholfen? Ich glaube, die Heidi. Ja, habe ich gar nicht gesehen, die ist schon wieder im Büro. Naja, gut. So, jetzt hast du 9 Steine. Genau. Sicher? Ja. So, gut, ich habe auch 9 Steine. Und dann ist es jetzt so: ein Stein du, ein Stein ich, ein Stein du, ein Stein ich. Ne. Bis alle Steine gelegt sind. Und man sollte versuchen beim Legen, dass man immer 3 nebeneinander hat. Waagerecht oder senkrecht. Genau.
Wenn man das hat und das geschafft hat, dass drei nebeneinander liegen, so oder so, dann darf man vom Gegner sich einen Stein nehmen. Und wer nachher die meisten gegnerischen Steine hat, der hat gewonnen. So. Spielregeln sind klar. Ja. Erstmal. Genau. Dann fang mal an. So, der letzte Stein. Hast du auch schon alle Steine? Ja, ich habe alle weg. Okay, dann. So. Und jetzt schaut mal, Kinder. Ich habe ja die Hölzernen. Und die Laura hat die Steine. Und jetzt hat keiner es geschafft, eine Mühle zu legen. Das heißt, jetzt darf man schieben. Und da ich den letzten Stein hatte, ist natürlich, wer ist dran, Kinder? Genau, die Laura. Laura, du darfst jetzt mal schieben. Aber Flip, bist du dir sicher, dass hier keiner eine Mühle hat? Ja, ich weiß nicht. Guck mal. Oh, Laura, du bist ein kleiner Schlingel. Dann darfst du... Und du hast ja gar nichts gesagt. Ja, ist mir gerade auf euch aufgefallen. Müssen wir jetzt mal eben schauen hier, das stimmt. Eins, zwei, drei, korrekt, korrekt. Na gut, darfst du dir einen Stein okay. nehmen. Okay, dann überleg ich kurz. Nehm ich mir mal. Welchen? Hier den. Na, muss ja schon fair bleiben beim Spielen. Gut, ja. Mach schon mal einen Stein. Das okay. sieht schon mal jetzt gut für die Laura aus. So. Und dann darfst du ja jetzt auch anfangen, weil ich habe den letzten Stein gelegt. So, und dann mal los. Man darf natürlich nur seine Steine schieben, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Und dann wieder eine Mühle, Laura. Na gut, dass wir wieder einen Stein nehmen. Wieder einen Stein. Dann man darf nur keine Mühle kaputt machen. Wenn eine Mühle lebt, darf der andere nicht dran. Ich nehme aber den hier. Da ist keine Mühle. Okay. Ich bin dran. Mühle auf, Mühle zu? Nein. Geht auch. Weiß ich nicht. Okay, hast du schon gelegt? Ja. Ja, gut, dann. Oh, Flip. Oh, schon wieder! Oh, Laura. So, der nächste Stein. Ich hab gedacht, du kannst das Spiel nicht. Hast du eben gesagt? Ja, ich dachte, ich kann das nicht. Aber man vertut sich ja manchmal. Okay, dann. Bin ich dran? Mhm. Okay. Ich habe nicht wirklich gut gelegt. Schon wieder eine Mühle. Na gut. Der nächste Stein. Und jetzt hast du schon vier. Ich habe ja nur noch vier Steine. Ja. Aber ich glaube, jetzt darf man springen, wenn man nur vier Steine hat. Das heißt, ich darf jetzt so nicht mehr schieben, sondern springen. Okay, dann springe ich mal los. Und springe ich mal da hinten hin. Kannst du den da mal hinnehmen? Ja. Ja. Jetzt bist du dran. Gut. Na, du bist auch ganz schön schlau. Jetzt mache ich hier mal die Mühle zu. Da wolltest du bestimmt schnell eine Mühle liegen. Ja, jetzt mache ich die wieder. Oh, schon wieder eine Mühle. 1, 2, 3. Gut, dann darfst du dir einen nehmen. Nehme ich mir den hier. Jetzt habe ich nur noch 3. Wenn sie jetzt noch einen schafft, dann kann ich ja keine Mühle mehr bauen. Dann hätte sie gewonnen. Aber das können wir ja vielleicht auch verhindern. Einmal so.
Ach, dafür springen. Ich habe ganz vergessen, da mache ich mal hier zu. Wieder zu. Und du bist dran. Und so. Oh, da hast du mich aufgepasst. Du hast gewonnen, darfst jetzt den letzten Stein nehmen. Nehme ich mir den hier. Laura, herzlichen Glückwunsch. Du hast wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja, danke. Ja, und das kann man sich dann halt auf einer Pappe aufmalen oder draußen auf der Terrasse. Aber uns war das ja heute zu schattig draußen und zu windig. Ja. Genau. Also dann Revanche? Ja. Okay, gut. Ich spiele jetzt nochmal mit der Laura. Dann bekomme ich jetzt die Steine und du die Hölzer. Okay, machen wir so. Okay, und viel Spaß beim Nachspielen, Kinder, ne? Genau. Okay, tschüss. Die Flippiretas, die Flippiretas. Wir singen und haben Spaß. Wir sind kunterbunt und drum geht es rund mit viel Energie. Und Spaß ist das Ziel, davon haben wir ganz viel. Die Flippiretas, die Flippiretas, wir singen und haben Spaß. Darum, liebe Leute, nehmt euch doch mal Zeit und macht einfach mit. Los, alle mal aufstehen. Ja, genau, auch du. Trau dich mit uns Flippiretas. Hab einfach Spaß. Die Flippiretas. Und das war's, bis nächstes Mal. Ciao.